Samstag, 4. Juli 2015. Ich bin heute Nachmittag hier in Frauenfeld auf der Almend bei der Kaserne, wo heute das dritte Fort Granada Sommertreffen stattfindet. Manche wissen es, mein Vater hatte einen Ford Consul L, 2,3 Liter V6 Kombi, und der steht ja immer noch bei uns zu Hause rum, und so habe ich Kontakt mit der Ford-Szene aufgenommen und bin wirklich heute erst auf dieses Treffen gestoßen, wo so mehrere Dutzend Ford-Oldtimer aus den 70er und frühen 80er Jahren sich treffen. Und hier gleich das erste Fahrzeug, ein Ford Granada Kombi, auch 2,3 Liter, also ein ähnlicher wie dieser Consul L meines Vaters. Ja, ich gehe jetzt einfach mal durch bei den Autos, damit ihr hier einen Augenschein habt, für die, die nicht am Treffen sind und Ford-Liebhaber sind. Okay, auch mal neuerer. Dann dieser braune hier ist dieselbe Farbe wie der Consul L, den wir in der Familie hatten. Wieder ein 2,3 Liter Maschine hier, 2,6er. Dann, ich glaube, wieder ein 2,3er. Super Wetter. Schattenplatz. Gelber Kombi. Knallgelb. Heute ist einer der wärmsten Tage des Jahres, sicher schon weit über 30 Grad, Tageshöchsttemperatur so mit 38 Grad angesagt. Der schwarze hier, ein grüner, Luzerner, Tessiner, Zürcher, Aargauer, Schweizer, Soloturner, Zuger, ein Deutscher, noch ein Deutscher, man sieht, ziemlich international, multikantonal, Schweizer Kantone oder vom großen Kanton, Einheimischer, Thurgauer, Aargauer, Taunus, noch ein Aargauer. Granada 2,8i, Gia, Tessiner, keine Ahnung, was das für ein Schild ist, Italiener oder so, zwei Deutsche. Soloturner, Schnittiger hier, der blaue, und hier Spezialwagen, Leichenwagen. Hä? Und hier der gelbe, ganz schöner Wagen, Engländer, Großbritannien. Okay, das war's. Und tschüss.